zum ersten Mal Papa, Mario Gomez und Raute X27, Baby ist auf der Welt. Frohe Baby-News aus dem Hause Gomez. Obwohl Profikicker Mario Gomez, 32, sehr auf seine Privatsphäre bedacht ist, machte er im Dezember voller Freude öffentlich, er und Ehefrau Karina erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Danach gab der 32-Jährige nur noch ein Update, den Geburtsmonat Mai. Und so kam es jetzt auch. Dass er Vater geworden ist, verkündete jetzt allerdings nicht der Fußballer selbst. Sein Fußballverein, der VfB Stuttgart, unterrichtete Fans jetzt relativ beiläufig von der Ankunft des Gomez-Sprosses. Mario Gomez steht kurzfristig nicht im Kader, weil er gestern Vater geworden ist, heißt es im Twitter-Post inklusive Foto des Stürmers. Der Sportler reißt auf dem Stadion schnappschussfreudig die Arme in die Höhe. Auch einen Glückwunsch ließ sich die Mannschaft nicht nehmen, wir gratulieren und herzlich. Die frisch gebackenen Eltern sind bereits seit 2016 verheiratet. Im Interview mit Sportschau hatte kürzlich durchblicken lassen, wie sehr er sich aufs Kapitel Papa sein freut, alle sagen, das wird das Größte, das du je erlebt hast. Ich bin davon überzeugt, dass es so sein wird.